Ja, es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber der Dirk ist tot. Also, Ihr Nachbar Dirk Lorenzen ist tot, ist ermordet. Das war jetzt aber so ein richtiger Klischeesatz eben. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen. Es tut Ihnen doch gar nicht leid. Na, es tut mir schon irgendwie leid. Ja, irgendwie vielleicht. Wegen der Arbeit, die Sie jetzt damit haben. Aber das müssen Sie doch nicht sagen. Warum sagen Sie sowas? So eine Floskel. Der ist halt eine Brücke, der Satz. Der leitet über zu dem schlimmen Teil. Weil der ohne die Brücke zu brutal wäre. Gefühllos. Ja, da kann man die doch auch weglassen. Ja, die Brücke, man weiß doch sowieso schon, was kommt. Der Tod ist doch keine Insel. Da brauchst du auch keine Brücke. Der ist auf dem Festland, der Tod. Der gehört dazu. Nee. Stellen Sie sich mal vor, Sie klingeln bei einer Witwe, die noch gar nicht weiß, dass sie Witwe ist. Die macht die Tür auf, hat noch den Putzlappen in der Hand und Sie sagen als erstes, hallo, Ihr Mann ist tot. Das nennt man Empathie. Ich finde es eher interessant, dass Sie sich frische Witwen mit einem Putzlappen vorstellen. Ist das nicht unfeministisch? Ja, was soll die denn sonst in der Hand halten? Eine Spielkonsole? Ja, so hören Sie. Wieder Bratkartoffeln. Ja, du hast ja sonst nichts, oder? Ich habe Tofu gekauft für dich. Hör auf. Für mich? Für dich. Weil dich hier keiner leiden kann, kann ich dich leiden. Deshalb habe ich Tofu gekauft. Kann ich was draus machen? Zum Beispiel Tofu. Mensch. Du bist doch der Teufel. Du säst Zweifel. Ich sehe gar nichts. Und keine Hörner habe ich, keinen großen Mund und keine langen Finger. Ich habe eher kurze. Ziemlich kurze. Jetzt mal nicht übertreiben, ne? Winzig und wurstig. Was ist das hier? Deich ist das. Der schützt uns vor dem Meer. Was heißt, ist das Meer? Ja, klar. Ich höre gar nichts. Es ist ein sehr leises Meer. Im Ernst, Sörensen, so viel Soja ist nicht gesund. Dein Körper verändert sich. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, wo ich gedacht hätte, ach du Scheiße, zu viel Soja. Bei Bier zum Beispiel ist das was anderes. Aber da regt sich ja auch keiner auf. Ich verstehe einfach nicht, dass die Leute nicht miteinander reden. Das hätte man sich doch alle sparen können. Aber alle haben einfach Angst, miteinander zu reden. Also gibt's Missverständnisse und Lügen und noch mehr Angst. Und am Ende steht man alleine da. Nee. Nee? Ich finde, die Menschen sollten einfach viel weniger miteinander reden. Dann passiert auch nichts. Kein Kontakt, kein Streit, kein Tod. Alle glücklich. Nicht mehr als fähig, die Meinung.